So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Skyblock. So, wir haben ja gestern schon ein bisschen ein paar Aufnahmen gemacht. Ich habe mal nachgeguckt, wo ich das Video geschnitten habe. Wir haben schon 3 Ziele erreicht. Ich wollte gerade sagen, das ist echt gut. Es verbrennt gerade keinen Stein, aber jetzt verbrennt einer. Wir haben 3 Ziele schon geschafft. Und ich hoffe einfach mal, dass wir heute ein paar mehr Ziele schaffen. Wir wollten ja, oder beziehungsweise wir haben ja im letzten Part unseren Bruchsteingenerator gebaut, die Insel erweitert und auch die Plattform gebaut da hinten, wo die Monster drauf spawnen können. Jetzt habe ich gedacht, wir machen mal ein paar andere Aufgaben. Dazu möchte ich auf jeden Fall da hinten erstmal die Insel abbauen, damit ich Sand bekomme. Dann brauche ich nämlich auch Sand für einen Kürbis, habe ich was gesagt. Für die Kakteen. Damit ich die da drauf pflanzen kann, damit die wachsen. Und dann brauche ich auch noch Sand, um Glas zu machen. Ich habe jetzt auch ein paar Steine. Auch die Lava will ich nicht mitnehmen. Ich will das Wasser mitnehmen. Laufen kann ich nicht. So, ich baue mal lieber das hier hin. Oder kann ich hier vorne? Das sollte noch funktionieren. So, jetzt muss ich aber gucken. Muss auf jeden Fall hier runter. So, bin ich schon unten drunter? Ja, bin ich. Dann kann ich den Block da hinsetzen. Und das ist gerade extrem gefährlich gewesen, dass das Wasser nicht den Sand weggenommen hat. Aber irgendwie backt das Wasser gerade hier rum. Jetzt kann ich mich schnell hier unterbauen, damit, falls der Sand runterfällt, es auch alles geschützt bleibt. So, und gleichzeitig habe ich noch eine weitere Plattform, irgendwas hier zu machen. So, das heißt, wenn ich jetzt den Sandblock abbaue, dann fällt alles runter. Und das mache ich jetzt. Okay, das hat funktioniert. Ein Kaktus habe ich gerettet. Der liegt oben drauf. Natürlich können wir auch hier unsere Farm hinbauen, das geht auch. Irgendwas überlegen wir noch, was wir hier machen. Oh, das war gerade aber schnell nach oben geschwommen. Lauf einmal kurz zurück. Ich weiß gar nicht, ob hier vielleicht demnächst was wächst. Mal gucken. Oh, ich wollte gerade sagen, ich krieg Schaden. Ja, kriege ich auch, aber weil ich Hunger habe. So, ich guck mal kurz, was wir brauchen. Wir brauchen zum Beispiel einen Ofen. Das heißt, ich kann schon mal ein paar Steine abbauen. Und hoffen, dass der Baum gleich wächst. Ich hätte natürlich den zweiten Setzling jetzt hinsetzen können. Hätten 2 Bäume gleichzeitig wachsen können. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. So, 2 Stück noch oder einer. So, jetzt machen wir nämlich die nächste Aufgabe. Und zwar einen Ofen craften. Haben wir gemacht. Können wir setzen. Und die Aufgabe ist erfüllt. Jetzt bräuchten wir brennbare Materialien. Und 6 Glas. So, ich packe den Sand schon mal rein. Hole ich mir 2 Sand und die Kakteen. Ich brauche nämlich auch Kakteen als Farbe. So, das geht. Der Baum muss wachsen. Jetzt kann man natürlich einen Twerk-Simulator machen. Es gibt einen Twerk-Mod. Wenn man daneben twerkt, dann wächst der Baum schneller. Gucke ich gleichzeitig mal, was wir noch brauchen. Falltüren. Holz habe ich, aber nicht genug. Beziehungsweise nicht viel. Das Haus muss ich auch bauen. Ich kann natürlich sagen, ich baue das Haus irgendwo hier nochmal. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn ich das mache. Wenn ich das hier hinbaue, nicht hier auf diese Insel, habe ich das Problem nicht mit dem Platz. Mache ich das doch, dann brauche ich noch ein paar Steine. So, ich habe jetzt 41 Steine. Dann würde ich sagen, es ist auch schon dunkel geworden. Kiste habe ich nie abgebaut, stimmt. Ich mache mir erstmal ein paar Slabs wieder. Das reicht auf jeden Fall. Dann kann ich nämlich mein Haus bauen. Nehme nochmal mein Schwert mit, man weiß nie, ob gleich vielleicht Monster kommen. Da ist zum Beispiel schon ein Enderman. Und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe, 10 Enderperlen. Mache ich das anders. Versuche den Enderman einmal zu töten, wenn ich sterbe, ist ja nicht schlimm. Man darf nämlich nicht absichtlich sterben, aber wenn man getötet wird, ist es was anderes. Und übrigens, die dritte Regel war, also im Forum stehen 3 Regeln. Erstens, nicht absichtlich sterben. Aber wenn ich runterspringe, komme ich nicht wieder hoch. Nicht absichtlich sterben. Ihr habt nicht gesehen. Also nicht absichtlich sterben.
auf einfach spielen. Und jetzt habe ich die dritte Regel vergessen. Ja, jetzt kommen wir zum Beispiel nicht hoch. Das ist dann nicht schlau. Ich bringe nichts, wenn ich abhaue. Das heißt, jetzt muss ich sogar sterben. Ansonsten ist es vorbei. Ah, da ist ein Monster gespawnt. Gut zu wissen. Und das wäre jetzt keine Absicht, dass ich runtergefallen bin. Ah, jetzt funktioniert es mit dem Spawn nämlich nicht. Stimmt. Ich muss nämlich gleich schnell einmal. Ach doch, das hat doch funktioniert. Okay. Da ist komisch schon, weil der Bedrock-Block belegt ist. Ich brauche ja nur zwei von. Denn jetzt möchte ich... Oh, die Melone ist gewachsen. Zum Beispiel jetzt muss ich jetzt nicht mehr sterben, weil ich jetzt Essen habe. Also ein Creeper. Da spawnen jetzt einiges an Monstern. Ich glaube, da ist ein Zombie, der hat ein Eisenschwert. Okay, die laufen wirklich runter. Aber ist nicht ganz so schlimm. Zwei Fäden schon mal. Ein guter Anfang. Ich kann mir immer noch ein Bett machen. Dann kann ich die Nacht überspringen. Kommen natürlich keine Spinnen. Allerdings könnte ich dann immer noch ein Haus bauen, wo alles dunkel ist. Und ich habe gerade ein Standbild. Ja, das bringt zum Beispiel jetzt nichts. Wenn ich da runtergehe, habe ich ja wieder denselben Effekt. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Und muss mir einen Block holen, oder? Ich wollte jetzt mein Haus bauen. Das mache ich jetzt auch nochmal. Genau, ich baue jetzt mein Haus. So, ich habe jetzt meine kleine Fläche schon mal gebaut. Jetzt kommt ein Zombie, wo einmal der gespawnt ist. Du droppst ja nichts Interessantes. Mir fällt aber gerade ein, ich sollte vielleicht auch die Melone abbauen, damit dann die nächste wachsen kann. Denn sobald eine Melone gewachsen ist, geht es glaube ich recht schnell, dass die nächste kommt. So, und da vorne ist jetzt ein Skelett. Es gibt mehr Bohnenmehl. Eventuell, also es gibt auf jeden Fall Knochen. Dann kann ich zum Beispiel Gras pflanzen. Okay, da gibt es nur zwei Pfeile. Muss man nicht Pfeile auch sammeln? Ja, 64 Pfeile und einen Bogen herstellen. Damit ich da einen Stein, damit ich die Grundplatte fertig habe. Wenn das Wasser mal weggeht, dann wächst er glaube ich auch nicht so viel. Also brauche ich jetzt drei weitere Steine. Eins. Zwei. Habe ich nichts nicht. Die verbrennen wir alle. Zwei. Drei. So, die Grundplatte kann ich weiterbauen. So, damit habe ich die Grundplattform schon mal fertig. Ich kann jetzt auch hier rüberspringen, aber ich baue hier später noch auch was hin. Hier kann ich jetzt zum Beispiel auch eine Farm hinbauen, stimmt. Brennt hier was? Nee. Jetzt brauche ich natürlich noch ganz viel Stein, um das Hausfundament zu bauen. So, ich habe 26 Steine. Ich kann ja schon mal anfangen. Ja. So, der erste Rahmen steht dann schon mal. So, der erste Rahmen steht dann schon fast. Es schneit. Es schneit nicht wirklich, ne? Tatsächlich, es schneit. Das kommt nur, weil das Biom hier im Schnee ist. Sonst sind die einige Aufgaben auch gar nicht möglich, stimmt. Du darfst nämlich nicht runterfallen, ich brauche vielleicht Knochenmehl von dir. Ja, da sind zwei Knochen. Genau, es muss schneien, weil man nämlich, glaube ich, ja, 10 Schneegolems muss man herstellen. Wir brauchen die Kürbisse. So. Gib mir mal schnell ein paar Seeds. Scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Ja, ein Seed habe ich. Ich glaube noch einen zweiten. Kann immer sein, dass wenn man den einen anbaut, dass der dann nichts mehr droppt. Ne, tatsächlich, ich habe nur einen Seed bekommen. Aber immerhin. Gut, ich kann jetzt schon mal anfangen, eine Schaufel zu machen. Denn dann kann ich schon mal ein bisschen Schnee sammeln. Weil den Schnee brauche ich hier, damit ich nachher die Schneegolems machen kann. Ich sollte aufpassen, dass mein Spitzhacke nicht kaputt geht. Der Baum ist gewachsen, habe ich gesehen aus dem Augenwinkel. Dann baue ich den auch gleich schon mal ab und setze den nächsten hin. Gar nicht lange warten. Ich habe den Erfolg dreimal auf Holz geklopft erzielt. Kann man mal machen. Ach nee, ich wollte gerade sagen, man kann es auch mal machen. Ein Projekt, wo man alle versucht, alle Achievements zu bekommen. Aber habe ich gedacht, es ist ja Captive Minecraft. Ist ja dasselbe Prinzip. Und auch das kann ich gerne mal spielen. Da ist ein Satz in den Kommen, packe ich gleich dahin. Captive Minecraft kann ich auch spielen, wenn ich das Projekt hier abgeschlossen habe. Denn das bringt auch Spaß. Zwar jetzt nicht jeder einzelne Part, weil es gibt ja 4 Stück davon. Das ist Quatsch, alle 4 zu spielen, weil die immer dieselben sind.
Aber das kann man natürlich auch mal machen. So, ich weiß gar nicht, ob es aufhört zu schneien, wenn man nicht schläft. Aber es ist auf jeden Fall hell geworden. Das heißt, jetzt kommt auch kein... Ja, keine Spinne für Fäden. Aber die Kürbisse und die Melonen müssten eigentlich, glaube ich, wieder wachsen. Ich glaube, das ist denen egal, ob es schneit oder nicht. So, ich baue meinen Baum auch schnell ab. Dann hoffen wir, dass da noch ein Setzling rauskommt. Da ist einer. Ja, jetzt schneit das, wo noch keine Biome drin waren. Oder das... Ich weiß gar nicht, ob das... Ich weiß gar nicht, ob das mal überhaupt ein Schneebiom war. Ich glaube, die Aufgabe kam erst hinzu, nachdem das... Das ist ja Version 2.1, die ich hier spiele. Ach, der Kaktus ist auch gewachsen. Das ist ja Version 2.1, die ich hier spiele. Ich weiß gar nicht, ob das am Anfang auch schon so war. Dass es geschneit hat. So. Jetzt habe ich noch Steine. Ja, habe ich. Bau noch mal eins mal ab. Kann ich nämlich nach hinten gehen, mal die Treppe bauen. Bei dem. Bei der Plattform hinten. Sollte reichen. Hinten schneit es auch. Ich glaube, es schneit hier überall. Habe ich nichts mehr zu essen. Dann kann ich auch gleichzeitig die Kiste abbauen. Habe ich schon mal eine. Oder nur noch eine weitere, sagen wir es mal so. Die Schneebälle kann ich auch benutzen, um die Gegner runterzuschlagen. Kann man so machen, geht auch. Ups. Vielleicht nicht falsch setzen. So. Wer weiß, ob ich das hier vielleicht nochmal brauche für irgendwas. Zwar nicht, um die Monster da drauf spawnen zu lassen, sondern irgendwas anderes. Ich kann auch die Farm hinbauen, aber ich glaube, das ist zu weit entfernt. Ob dann die Samen wachsen können, weiß ich nicht. Hier kann ich auch noch ein Dach rüberbauen, damit es dunkel bleibt. Dann kommen da wenigstens ein paar Monster rein. Kann ich die mal töten. Hier noch einmal den Schnee mitnehmen. Dann könnt ihr bald mal einen Kürbis wachsen. Ups, den wollte ich nicht abbauen. Ja, hier kann man nicht mehr viel machen, solange es schneit. Wird schon wieder dunkel oder ist die Sonne nicht mehr aufgegangen? Das kann man gar nicht sehen. Wenn der Schnee da ist. Was mir gerade einfällt ist, ich kann ja hinten mein Portal hinbauen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann nehme ich das mit, brauche auf jeden Fall Holz. Den Eimer. Jetzt habe ich noch mehr Holz mit. Weil dann kann ich in die Hölle. Da gibt es auch noch mal ein paar Sachen. Und dann habe ich wenigstens eine Verwendung für hier hinten. Vor allem was mir gerade einfällt, das ist auch ganz normales Aura hier. Wir haben damals auch Aura auf die Skyblock-Karte gespielt und ist immer weiter... verbessert. Das heißt, ihr könnt auch hier drauf spielen. Oder ich mache was anderes raus. So, ich baue das Portal hier rein. Nee, oder? Dagegen. Nee, ich baue es jetzt hier hin. Kann man durch die Treppe eh nicht so gut sehen, was ich hier baue. Vor allem, ich muss ja wirklich genau bauen. Ich darf hier nicht verbauen, weil sonst habe ich keine Chance mehr auf ein Portal. So, und jetzt... muss ich das so machen, dass das Holz angezündet wird. Das funktioniert, indem ich nicht runterfall. Indem ich hier die Lava reinsetze. Und darüber Holz. Beides oder nur eins. Zur Sicherheit setze ich auch nochmal hier rüber. Noch ein paar, eine Reihe. Weil ich weiß nicht, ob der Schnee das Feuer wieder löschen würde. Oder muss ich es hier hinsetzen? Ich setze auch nochmal dahin. Ich glaube, es ist egal. Wenn das brennt, dann brennt das. Jetzt heißt es warten. Ich habe jetzt einen Augenblick gewartet. Zwischenzeitlich habe ich auch noch den Block hier weggehauen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch vom Schnee ist, dass er nicht brennt. Naja, ich komme später nochmal wieder. Das brennt ja sicherlich auch weiter, wenn ich nicht da bin. Aber ich muss unbedingt in die Hölle. Ja, ich weiß echt nicht, ob es daran liegt, dass es schneit, dass das Feuer nicht brennen kann. Ist natürlich möglich. Hundertprozentig weiß ich das aber nicht. Die Melone ist gewachsen. Dann werde ich gleich mal nicht essen. Ich werde die aufbewahren. Brennt schon? Nein. Dann kann ich nämlich gleich schon mal meine... Ja, wie heißt das? Dann kann ich nämlich gleich meine Melonenfarm bauen. Wenn ich die Melone jetzt aufbewahre.
Ne, das Brett nicht, das liegt wahrscheinlich wirklich, weil es schneit. So, wie viel Schneegummi, 10 Stück brauche ich. Dann brauche ich 2, also 20 Schneeblöcke. Guck mal kurz. Kann sein, dass ich schon längst genug habe. 16. Ja, ich habe auch schon genug. Mal noch kurz hier. So. Es brennt noch nicht. Liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass es schneit. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch einen Kürbis. Ich baue auch die Workbench mal weg, damit der Kürbis sich auch in jede Richtung pflanzen kann. Und dann baue ich hier nochmal ein Stück Erde rein. So. Es brennt. Ich glaube, das falsche Holz brennt. Nehmen wir nochmal mehr Holz mit. Oder? Reicht das schon? Es kann sein, dass es reicht. Es leuchtet. Das Portal ist aktiviert. Ich habe es geschafft. Jetzt habe ich einen Eimer nicht mitgenommen, dann gehe ich nochmal zurück. Und es hat aufgehört zu schneien, sehe ich gerade. Zumindest merke ich gerade. Und es ist sofort heller geworden. Nehmen wir kurz die restlichen Schneebälle mit. Vielleicht verbaue ich mich ja oder sonst irgendwas. So. Eigentlich sollte ich alle Sachen hier lassen. Die einen nehme ich mit, den schmeiße ich nochmal vor das Portal. Ja, man sollte seine Sachen hier lassen, weil es kann immer sein, dass beim Portal irgendwas nicht funktioniert. Und dass man dann stirbt, deswegen. Und hier sind noch alle Holzblöcke weggebrannt. Ich schmeiß den einmal dahin, geh kurz rein. Guck mir das mal an. Weil es kann immer sein, dass es hier drin buggt und so, dass man stirbt. Und dann ist, was, ist alles weg. Und vor allem der Eimer, der wäre jetzt sehr wichtig. Okay. Wieso ist hier ein Portal entstanden? Normalerweise soll man durch dieses Portal da unten reinkommen. Ich kann jetzt auch nicht hinspringen, weil wenn ich da nicht reinspringen würde, komme ich nicht mehr zurück. Von daher. Ich weiß gar nicht, wie man da runterkommen soll. Man kann sich nur mit einem Block runterbauen und dadurch sterben. Weil man kommt in der Hölle nicht mit Wasser weiter und Eis kann man nicht mitnehmen. Und Glowstone brauche ich, glaube ich. Ich gucke nochmal auf die Liste. Ich habe nochmal auf die Liste geguckt, aber ich finde hier gerade nicht, dass man Glowstone braucht. Aber ich bin der Meinung, die braucht man. Also ich bin der Meinung, man braucht den Glowstone. Aber sieht nicht so aus. Und hier ist noch Kürbis. Oh, der Kaktus. Ich bin fast tot. Das ist natürlich nicht so gut. Ich kann natürlich fast essen. Oh, da sind 3 Creeper. Brauche ich eigentlich Gunpowder? Sehe ich auch nicht. Aber ich habe ja auch noch Schneebälle. Schwert habe ich auch mit. Hier sind noch mehr Creeper. Wenn die oben stehen bleiben, geht's ja. Vor allem, die können ja auch alles zerstören. Verzaubern muss ich ja nicht, weil hier kann ich auch keine Diamanten bekommen. Ich glaube, da wird auch nichts spawnen. So, jetzt hoffe ich, dass ich den Baum mal großziehen kann, damit ich mehr Holz bekomme. Und jetzt sagen wir, beenden mal kurz ein Part. Deswegen war es für heute. Lasst eine Bewertung oder ein Abo da, für auch beides. Wir sehen uns morgen. Der Kaktus, der Kürbis ist gewachsen. Bis dahin und tschüss.